Als Philosophiestudent habe ich für den Fachschaftsrat hier und da mal den Weihnachtswichtel gespielt. Mit Florian als Weihnachtsmann. Seit ich denken kann, spiele ich schon zu Weihnachten immer wieder beim Krippenspiel mit. Jedes Jahr bis jetzt. Ich gehe zu Weihnachten immer in die Kirche und seit 10, 15, glaube ich 20 Jahren nach Wilton um 23 Uhr zur Christvesper. Geht in die Kirche. Einmal war ich mit meinen Schwestern am 24. direkt noch einkaufen, damit ich ihnen Geschenke kaufen kann. Und ich habe ihnen die Geschenktüten, also diese Tüten, wo die Dinge drin waren, mit Einkaufszetteln so übergeben, ohne es zu verpacken. Von allen Weihnachtsmärkten ist der Leipziger, wenn es eine Liste gibt, ganz weit unten. Tut mir echt leid. Ja, danke schön. Danke. Wir hatten einmal einen Weihnachtsbaum, das war eine Birke. Das Video dazu müsstet ihr in der Infocard finden oder dann unten verlinkt. Ich habe mein Krippenspiel geschrieben, das hieß Zug um Zug. Es handelte darum, dass zu Weihnachten Leute mit dem Zug gefahren sind und dann eingeschneit sind und dann stecken geblieben sind. Der Fun Fact, zu Weihnachten, als das in der Kirche aufgeführt wurde zu Wilton, gab es einen Schneesturm. Und alle sind stecken geblieben und kamen nicht weiter und fühlten sich durch das Krippenspiel sehr gut abgeholt. Zug um Zug. Da ist der Weihnachtsmann. Fun Fact, ich habe mal auf dem Weihnachtsmarkt einen Weihnachtsmann gespielt. Meine älteste Erinnerung zu Weihnachten ist auch gleich die älteste Erinnerung, die ich überhaupt habe, die ich überhaupt jemals hatte. Und das ist, dass ich zu Weihnachten mal so viel gegessen habe als kleines Kind, dass ich dann davon kotzen musste. Mache ich jetzt nicht mehr zu Weihnachten. Fun Fact, wenn ich zu Weihnachten immer nach Hause fahre, ist es so, dass ich immer meine Freunde treffe und also irgendwie um die Weihnachtstage und einmal brachten die Freunde alle ihre Blasinstrumente mit und haben dann in der Nacht einfach gespielt. Das war toll. Ich habe den Weihnachtsmann getroffen und die Weihnachtsfrau oder Fee oder Elfen oder wie auch immer.